Willkommen in der Show. Thomas, sag mal ganz kurz, Fußballfan? Nee, leider nicht. Asche auf mein Haupt, aber... Thomas, darf ich dich kurz flauschen? Ich glaube, wir sind heute ganz alleine, wir zwei. Der Fan passt sein Äußeres immer mehr dem Lebensraum an. Durch die einseitige Ernährung nimmt er rapide an Gewicht zu. Unser Thema heute: Machen Ultras den Fußball kaputt? Sandra und ihre Freundin waren gestern im Stadion und sie hat uns diesen Film hier geschickt. Und dann kam dieser Pfiff zum Abstoß und das haben die verstanden als Abpfiff. Dann ging die Kette auf und dann gab es keinen Halt mehr. Für mich gibt es den Ultra nicht. Für mich gibt es einen Fußballfan. Ja, und dann gibt es die wollen einen ganz bewusst auf Randale machen. Idioten sind Idioten, ne? Ob das jetzt ein Ultra, ein Hooligan oder was auch immer ist. Ja. Fangen wir mal im Hangout. Wer wäre denn für eine Wiederholung des Spiels? Also wenn, dann wohl eher nur als Geisterspiel. Was ist denn eigentlich ein Geisterspiel? Ach so. Was es nicht alles gibt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Der Jens hat sich beklagt darüber, dass unser YouTube-Channel so schlecht läuft. Ganz klar, uns fehlt etwas Flausch-Content. Daniel, wie lange müssen wir diese Katze jetzt hier bei uns haben? So 21, mach nochmal so 2-3 Sekunden. Das kommt gut im Web, ne? Ja, bei YouTube ist das gern gesehen. Sie haben die letzten 30 Jahre durchgehend öffentlich-rechtliches Fernsehen geschaut. Was gefällt Ihnen daran? Thank you.